Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 meiner Fotorucksackreihe. Und heute geht es um einen Allround-Rucksack Daypack von der Firma Jack Wolfskin. Das ist der Jack Wolfskin ACS. Den habe ich jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Das war bisher mein Hauptrucksack, bis ich den Explorer Plus, den ich im letzten Video vorgestellt habe, gekauft habe. Und den stelle ich dir heute mal vor. Viel Spaß! Ich war ja vor 3 Jahren schon spiegellos unterwegs mit Micro Four Thirds und da habe ich einen Rucksack gesucht, der nicht zu groß ist, aber wo man einfach ein Daypack hat, wo man ein bisschen was mitnehmen kann, wenn man mal auf einer Wandertour ist und trotzdem noch genügend Fotoausrüstung dabei haben kann. So zwei, drei Objektive, ein, zwei Kameras, bisschen sonstige Sachen, noch ein Getränk, Kleidung vielleicht, bisschen was zu essen und sowas. Und da bin ich letztendlich auf den Jack Wolfskin ACS Rucksack gestoßen, weil genau der mir das geboten hat, was ich da so wollte. Und ja, gehen wir einfach mal kurz durch, was der hat. Auf der Vorderseite kann man das Fototeil aufmachen. Man hat genau die Größe zur Verfügung für Fotoequipment, die man jetzt hier noch sehen kann. Man hat 6 dieser Trenner mit dabei. Ich habe jetzt nur noch 3 drin mittlerweile, weil ich meistens größere Sachen drin habe. Ja, da hinten kann man sehen, das ist das 12 bis 40 mm von Olympus, also ein mittelgroßes Objektiv für Micro Four Thirds. Das hier ist die EM1 Mark II, die passt da also in so ein Doppelfach ganz gut rein. Hier passt da noch eine zweite Kamera rein, man kann eine Mavic Pro Drohne zum Beispiel reinmachen und eben mehrere Linsen. Auch in so ein Abteil passt auch ein 40 bis 150 mm pro Objektiv rein. Ja, also man hat eigentlich relativ gut Platz. Wofür es jetzt nicht so geeignet ist, ist DSLR, weil ich glaube, dann könnte man nicht allzu viel mitnehmen. Hier hat man dann noch so ein kleines Reißverschlussfach und 4 Fächer für SD-Karten und Akkus und so kann man da unterbringen. Da sind 2 so Gummibänder, die man dann nutzen kann, um die Ausrüstung eben ein bisschen fest zu zurren. Und man kann natürlich das Ganze auch bei Bedarf entnehmen. Das ist dann auf der Unterseite so angeklettet hier. Ja, also wie gesagt, vom Fotofach her hat man gut Platz, aber natürlich nicht so, dass man jetzt eine gigantische Ausrüstung da mitnehmen könnte mit dem Teil. So, auf der Vorderseite haben wir hier 2 so Schlaufen. Da. Und hier, und da kann man natürlich dann ein Stativ anbringen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man schweres Stativ nutzt, dann wird das Ganze doch schon etwas ja, mittenlastig. Das heißt, das zieht dann hier so ein bisschen in die Richtung den Rücken. Wenn man also ein wirklich schwereres Stativ hat, dann können längere Wanderungen da ein bisschen unangenehm werden. Deswegen würde ich bei dem Rucksack eher ein Reisestativ verwenden, was ich ein bisschen schade finde. Man hätte hier unten an der Seite noch Schlaufen anbringen können, so dass man vielleicht das Stativ dann einfach an der Unterseite anbringen kann. Dann würde es nämlich wesentlich weniger die Balance beim Wandern stören. So, und an der Vorderseite hat man dann hier vorne auch noch ein kleines Fach. Da kann man zum Beispiel ein Handy reinmachen, Ladegerät, Akkus passen da rein. Taschentücher habe ich jetzt drin. Ich habe so ein Lenspen zum Reinigen von Objektiven dabei und so weiter. Hier ist dann so ein kleiner Karabinerhaken, wo man seinen Schlüssel einhängen kann, damit der da nicht verloren geht. Also eigentlich ganz praktisch das Ganze so für ein bisschen Kleinkram. An den Seiten hat man dann hier nochmal 2 relativ schön große Taschen. Da kann man jetzt zum Beispiel Wasserflaschen reinmachen. Das geht auch relativ tief rein, also so ungefähr meine Handlänge. Auf der Seite hier genauso, ja, also da passt, wie gesagt, Wasserflaschen ganz gut rein, aber man hat leider keine Möglichkeit, die Flaschen dann extra noch fest zu zurren an der Stelle hier. An der Oberseite ist dann das Daypack, sogenannte, und man kann hier sehen, ja, also es ist nicht zu groß. Ich würde mal sagen, man passt einen Pulli rein, vielleicht noch eine dünne Jacke dazu, eine Trinkflasche, wobei ich die an der Seite eher anbringen würde und dann eben auch noch ein bisschen was zu essen, Obst oder so, das kann man auch mit reinbringen. Es wird von einigen bemängelt, dass es ein bisschen zu klein ist. Ich finde es aber ganz okay, weil so wird der Rucksack nicht zu groß, nicht zu voluminös. Und wie gesagt, das ist für mich ein Daypack, also ich brauche das nicht für eine tagelange Wanderung irgendwo, sondern mir reicht der Platz auf jeden Fall aus. Und was wir hier noch haben, ist
ein Laptopfach, das können wir hier sehen. Ups, da kann man dann einen Laptop mit rein. Und dieses Fach kann man bei Bedarf auch einfach rausnehmen. Das geht natürlich bis hier unten. Das heißt dann auch, dass dieser Fotoeinsatz hier ein bisschen tiefer wird und somit kann man da auch dann wieder größere Objektive reinmachen. Das ist ganz praktisch, wenn man keinen Laptop mitnehmen will, dass man das dann einfach entfernen kann, dieses Teil. So, dann noch die Rückseite vom Rucksack. Da hat man hier so ein Netz, so dass man ein bisschen weniger schwitzt, wobei das nicht so wahnsinnig viel bringt. Also im Vergleich zum Beispiel zum Explorer Plus, der sowas nicht hat, wo man direkt anlegt, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass es irgendwie wesentlich besser gewesen wäre. An der Unterseite vom Rücken hat man dann einen Hüftgurt, den kann man sich natürlich dann zurechtziehen, wie man will. Auf der einen Seite des Hüftgurts hat man hier auch noch so ein kleines Täschchen für zum Beispiel Schlüssel oder so, wenn man das reinmachen will. An den beiden Tragegurten gibt es jeweils so Vorrichtungen, wo man noch was einhängen kann mit Karabinern oder so. An der Brust kann man das Ganze natürlich auch dann festzurren und dieser Brustteil ist auch verstellbar. Muss man allerdings aufpassen, wenn man den zu hoch nimmt, dann kann es sein, dass das Teil rausrutscht. Und hier oben kann man sich eben noch den Zug der Gurte noch ein bisschen verstellen, einfach so, um den Rucksack dann sich einzustellen, dass er bequem ist. Zu guter Letzt gibt es noch hier unten ein Fach für einen Regenschutz. Das ist dann hier, kann man einfach aufmachen. Zack, dann ist da so ein schönes orangenes Teil, wo man dann überziehen kann und dann ist das Ganze auch vor Regen geschützt. Ja, mein Fazit zu dem Rucksack. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, schon 3 Jahre lang und bin immer noch sehr, sehr zufrieden. Es war, bis der Explorer Plus kam, mein Hauptrucksack. Einen kleinen Explorer habe ich mittlerweile auch besorgt. Der löst so ein bisschen den jetzt ab, weil das auch so eine Daypack-Größe ist. Ja, ich habe ihn jetzt aber nicht ersetzt, weil er irgendwie schlecht wäre, sondern es ist wirklich ein toller Rucksack. Nach 3 Jahren sieht er auch noch relativ gut aus, obwohl ich ihn wirklich überall abgelegt habe und teilweise auch schon im Dreck gewesen. Habe ihn dann wieder gereinigt und so weiter. Also der Rucksack hält auch was aus. Die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, manche bemängeln, dass das Daypack zu klein ist. Ich finde es aber in Ordnung von der Größe her. Dieses Modell, was ich jetzt hier habe, gibt es, glaube ich, noch zu kaufen. Es gibt aber auch schon einen Nachfolger, der dann auch etwas günstiger ist. Was sich da großartig verbessert hat, habe ich nicht wirklich rausfinden können. Und dann gibt es noch den Jack Wolfskin ACS Pro Rucksack. Der ist dann etwas größer, der hat auch ein größeres Kamerafach. Da kann man dann von der Seite auch aufmachen. Ein bisschen mehr auch rein. Das Daypack ist, glaube ich, ein bisschen größer. Dadurch wird natürlich der Rucksack auch etwas schwerer und wieder unhandlicher. Da kann man dann, wie gesagt, dann auch eine DSLR-Ausrüstung sicherlich dann unterbringen. Den normalen hier, der, also den ich habe, den würde ich, wie gesagt, eher für spiegellose Ausrüstung empfehlen. Man kann eine DSLR und 2-3 Objektive auch reinmachen, aber es ist natürlich einfach praktischer, wenn man hier eine spiegellose Ausrüstung transportiert. So, also das war's von mir zu dem Rucksack. Wie gesagt, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Ich würde mal auf jeden Fall anschauen. Ich verlinke das Ganze unten, auch die neue Version, die ist ein bisschen billiger geworden. Und auch die Pro-Version, die eben dann auch natürlich ein bisschen mehr kostet, etwas größer ist und dann für größere Ausrüstungen auch geeignet ist. Soweit zum zweiten Teil meiner Rucksackreihe. Ja, das war jetzt der Allrounder sozusagen, den ich über die letzten Jahre meistens benutzt habe. Ich habe noch einen kleineren, den werde ich das nächste Mal vorstellen. Das ist quasi die günstige Variante. Der ACS kostet, glaube ich, 130, haben damals aber für 100 gekauft. Wie gesagt, der Nachfolger ist ein bisschen günstig. Ich glaube, der kostet gerade so um die 100 Euro und der Pro dann wieder 120, 130 Euro. Muss man auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Und einen Kommentar. Was hast du für einen Rucksack? Hast du vielleicht einen ähnlichen oder den gleichen sogar? Und was hältst du von Rucksäcken generell? Also eine Frage zu Kamerarucksäcken gerne dann einfach in die Kommentare damit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.